Gebt ihr ihnen zu essen. So soll es Jesus laut Bibelüberlieferung gesagt haben am See Genezareth. Und obwohl nur 5 Brote und 2 Fische da waren, wurden alle Menschen satt bei der Speisung der 5000. Ganz so viele Menschen kommen nicht, wenn die Vesperkirche in Nürnberg ihre Türen öffnet. Doch natürlich sehen sich die Verantwortlichen dort in genau dieser christlichen Tradition, wenn sie warmes Essen anbieten. Und die Gelegenheit auf eine Mahlzeit in Gemeinschaft, die nutzen viele. Denn es geht eben nicht nur darum, günstig ein Essen zu bekommen. Es geht auch darum, nicht allein zu sein. Mittendrin, wenn man so will. Konstanze Schulze war für uns bei dieser Speisung in Nürnberg dabei. Moin. Die Vesperkirche öffnet und es sind Hunderte, die an diesem Tag hierher kommen. Ein Ansturm ins Warme. Alle, die hier anstehen, freuen sich auf ein warmes Mittagessen im Kirchenschiff. 5 Wochen hat die Vesperkirche jetzt im Winter geöffnet. Jeder zahlt einen symbolischen Euro für das Essen. Wer kann, spendet mehr. Pfarrer Matthias Halbig kennt viele hier. Ja, wir haben uns noch nicht so viel unterhalten, wie sie leben auch. Ich glaube, sie haben eine neue Wohnung jetzt bekommen. Ja, seit 8 Tagen ist er, ja. Der Wunsch ist, dass sich Menschen begegnen, denen es eben schlechter geht, materiell und auch sozial, also wenige Kontakte haben. Genauso aber auch Menschen, die sagen, nee, mir geht's gut. Sie sind obdachlos, haben Sie gesagt? Über 4 Jahre. Wo schlafen Sie dann immer? Flere, Kosten auf die Straße. Die Frau kommt jeden Tag so wie viele andere. An den Tischen sitzen Obdachlose und Senioren mit knapper Rente, neben Berufstätigen und Familien aus dem Viertel. Jeder ist willkommen. Felicia Winterstein ist selbstständig und mit einem Kollegen da. Sie findet es gut, dass die Kirche voll ist. Ich wurde direkt von unserem Lieblingsnachbarn begrüßt. Der ist, glaube ich, keine Ahnung, 90 Jahre alt und schwerhörig, aber total der liebe Mensch. Und da freue ich mich einfach, wenn ich die Leute aus der Nachbarschaft hier sehe. Aus der Nachbarschaft sind auch viele, die hier helfen. 500 Ehrenamtliche geben Essen aus, spülen, bedienen und haben gute Laune. Was auf die Teller kommt, wird aus Spenden und Kirchensteuern finanziert. Das ist hundertprozentig ein Soulfood. Und wie gesagt, wir hören hier oft, mache ich mir zu Hause nicht selber, finde ich toll, dass es es hier gibt. Seit 9 Jahren ist die Vesperkirche in der kalten Jahreszeit Anlaufpunkt für Nürnberger, die nicht alleine sein wollen. Verteilt über die Woche gibt es kostenlose Handy- und Computerstunden, Steuerberatung und Bewerbungstraining. An diesem Tag sind auch Ärzte und Apotheker da. Ich bin jetzt die 2. Woche hier. Kommen ganz junge Leute mit einem ganz, ganz riesen schlimmen Vergangenheit. Krankheiten. Familiär. Und die wollen einfach nur reden. Und da höre ich halt zu. Das kann ich. Nebenan der improvisierte Friseursalon für alle, die kein Geld haben, sich die Haare schneiden zu lassen. Wie lange ist denn der letzte Schnitt jetzt her? Schon vielleicht ungefähr, ja, ungefähr. Okay. Ja, für mich ist es einfach auch wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich wohlzufühlen. Und wenn wir das ermöglichen können, ist mir das sehr wichtig. Die Essensausgabe läuft unterdessen weiter. 500 Portionen gehen heute raus. Auch Pfarrer Halbig packt mit an. Ich mache das, wo ich nötig bin. Und wenn es abservieren ist, ist es abservieren. Wenn es wischen ist, ist es wischen. Elisabeth ist die Jüngste, die hilft. Die Löffel sind leer. Die 9-Jährige ist mit ihrer Mutter für den Tee- und Kaffeestand am Wochenende zuständig. Weil eben die Elisabeth noch zur Schule geht und ich Vollzeit arbeite, können wir nur am Samstag und Sonntag hier mitarbeiten quasi. Es ist schwierig für mich, ja, aber es geht. Ich habe es ausprobiert und dann fand ich es ganz schön cool. Warum denn? Keine Ahnung. Irgendwie ist es ein schönes Gefühl, Leuten zu helfen. Ein schönes Gefühl, Wertschätzung und Zusammenhalt. In der Vesperkirche hören sie sich zu. Arm und reich, groß und klein sind füreinander da.